정상회담 결과를 발표하시겠습니다. Nun werden die beiden Staatspräsidenten die Ergebnisse. 한국 같은 경우에는 이런 이제 국제 사회에서도 인도. Im kommenden Jahr begehen wir das 140. Jubiläum. 내년에 한국 수교 140주년을 기념하는 해인데 이 기회에 제가 대통령. Präsidenten der Republik Korea nach Deutschland eingeladen. Lieber Herr Präsident, ich teile Ihre Sorge hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen hier auf der koreanischen Halbinsel. Seit Jahresbeginn beobachten wir eine präzedenzlose Raketentestserie aus Nordkorea. Die Raketensalven in den vergangenen Tagen haben die Lage noch einmal erheblich verschärft. Und ich sage mit aller Deutlichkeit, diese Eskalation ist inakzeptabel und allein das Regime in Pyongyang ist dafür verantwortlich. Diese Tests verletzen die Resolutionen des VN-Sicherheitsrats, sie gefährden die internationale Sicherheit. Und ich verurteile den Abschuss ballistischer Raketen mit Nachdruck, fordere Nordkorea dazu auf, die Beschlüsse des VN-Sicherheitsrates vollständig umzusetzen und ernsthafte Verhandlungen über den Abbau seines Nuklear- und Raketenprogramms aufzunehmen. Heute haben wir uns darüber ausgesprochen. Über den Abbau seines nuklearen Raketenprogramms aufzunehmen. Verehrter Herr Staatspräsident, wir haben großen Respekt vor Ihrer Audacious Initiative, Ihren unermüdlichen Bemühungen, den Verhandlungsprozess mit dem Ziel der Denuklearisierung wieder in Gang zu setzen. Deutschland steht dabei zur Unterstützung bereit. Dabei gilt eines: Nordkorea ist und bleibt zur kompletten, unumkehrbaren, überprüfbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen verpflichtet, jenseits von den besorgniserregenden internationalen Entwicklungen haben wir uns, meine Damen und Herren, intensiv über das deutsch-koreanische Verhältnis ausgetauscht. 심각한 우려를 공유하고 북한의 추가적인 인권, 법치라는 보편적 가치를 공유하는 아울러 한독 양국이 우크라이나 국민의 평화와 일상 회복을 위한 지원 노력을 계속해 나가기로 했습니다. 또한 양국의 인도 태평양 전략의 접점을 모색하면서 인도 태평양 지역의 평화와 번영을 위한 파트너십을 강화해 나가기로 했습니다. Würdigen die unsere beiden Länder miteinander verbindet, sie beruht auf einem soliden, freundlichen Empfang. Bedanken ebenso herzlichen Dank für den offenen und produktiven. Verehrter Herr Präsident, deshalb auch ein politisches Signal senden. Deutschland wird sein Engagement